Gaskocher ist leer. Wie tut das weh? Ich kann nicht mehr. Ist das der normale Weg? Hallo. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserem allerersten Video. Wir sind auf dem Hexenstieg unterwegs. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann bleibt dran. Wir sind hier auf dem Campingplatz. Hier Ziel wird heute sein, ungefähr, man sieht es ein bisschen schlecht, ungefähr hier sieht es von Alten aus. Entweder suchen wir uns hier ein Camp oder wir laufen hier noch ein bisschen weiter Richtung Torfhaus. So, hier zeigen wir euch jetzt nochmal unser kleines Schlafgemach. Nochmal hier unten drunter den Normani Poncho. Das Paria Meshzelt wiegt irgendwie, weiß nicht, 400 Gramm. Oben drüber das Basha von der britischen Armee, mit Stöcken so ein bisschen erhöht. Die Trekkingstöcke links und rechts. Sonst würde das Mückenzelt auch nicht stehen. Zeigen wir euch mal, was hier drin abgeht. Hier unten drunter von Jackie haben wir ihre Climate und meine Climate. Und oben drüber unsere Nature Hike Daunen, Schlafsäcke, Schlafdecken. Mal gucken, wie die Nacht wird. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen durch, was wir hier für die nächsten Tage an Essen dabei haben. Das ist jetzt nur für mich. Jackie hat ihr eigenes dabei. Für die nächsten Tage Porridge. Also 5 Minuten Terrine, Yum-Yum-Nudeln und Bulgur, dass man so in eine Suppe reinmachen kann. Zweimal so gefriergetrockneten Kram, ein paar Snacks, ein bisschen Schokolade, Energieriegel. Hier nochmal ein bisschen Schokolade, Feigen, ein bisschen Salami und Getränke. Kaffee. Tees, hier noch so ein kleines Dessert und mein Spork. Das reicht im Idealfall für 2 bis 3 Tage. In Braunlage wollen wir dann einkaufen gehen. Mal gucken, ob das klappt. So, alles wieder zusammengepackt. Es ist jetzt genau 6 Uhr. Eigentlich wollten wir schon seit einer Stunde unterwegs sein, aber ja, wie es halt so ist. Thermometer sagte 21 Grad, aber wenn man sich so umguckt, glaube ich, kann das in die Mülltonne. Jetzt sind wir auf dem Weg. 6:20 sind wir auf dem Weg auf den Hexenstieg. Und heute erwartet uns bergauf, nur bergauf. Geil. Wir sind immer noch auf dem Zubringer zum Hexenstieg vom Campingplatz. Aber hier sieht man schon, wir sind gleich da. Wir sind jetzt 2,5 Kilometer verbunden Bock. Es ist 8.37 Uhr. Wir kommen richtig gut voran, haben jetzt so ungefähr unsere 7 Kilometer gemacht schon. Ja, bei Buntenbock sind die Heidelbergköpfe, das ist dann der höchste Punkt für heute. Weil wir ja auch nicht über den Brocken laufen, weil wir den halt schon 1000 Mal gesehen haben. Und wir laufen halt die beiden Südumgehungen über Hasselfelde, Rübeland. Herrlich hier. So, wir haben uns jetzt tatsächlich ein bisschen verlaufen, aber es ist nicht wild. Wir laufen jetzt hier irgendwo vor uns, kurz nach oder in der Kurve muss ein Weg nach links wegkommen. Und dann laufen wir. Das müsste ja hier sein. Da ist der Harvester auch einfach mal lang gefahren. So, war gut, dass wir nochmal auf der Karte geguckt haben. Das war nämlich nicht der Weg. Da muss noch ein paar Meter weiterkommen. Wir tragen ja von Revolution Race die Zip-Off-Hosen. Wir lassen die Beine einfach immer so unten. Und wenn wir dann durchs Gestrüpp laufen, kann man sie einfach schön hochziehen.
Ja, und sie dann einfach wieder runter machen. Ja, so viel dazu. Das wollte das schon jeden interessiert. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Hexenstieg zurück. Genau, jetzt geht es zu dem Bärenbrocher Teich und da wird dann erstmal ein Päuschen gemacht, was gegessen. Der erste GoPro-Akku geladen. Das Päuschen ist beendet. Wir latschen jetzt wieder ein paar Meter zurück, um dann hier einmal um diesen See zu kommen. Wir sind wieder auf dem Trail, wir haben endlich den Stempel und sind jetzt endlich auf dem Weg wieder weiter. Die letzten 2 Kilometer haben uns mächtig viel Zeit gekostet. So, wir sind jetzt hier am Entensumpf, Kilometermarke 15, glaube ich. Und eigentlich ist es eigentlich noch echt nicht viel und wir haben ja noch 13 Kilometer vor uns, aber man merkt echt, wie absolut untrainiert wir sind. Ist gar nicht mal jetzt der Rucksack, dass er weh tut oder so, aber von der Kondition her merkt man, da muss man mal wieder dran arbeiten. So, Freunde, wir sind 5 Kilometer vor Altenau. Altenau war auch heute erstmal unser Tagesziel. Jetzt kommt die letzte noch. Hier schön hier. Auf so einem Waldfriedhof. Müssen wir jetzt hoch zur Straße. Weil da hinten überall Harvester unterwegs sind und wir müssten aber da unten lang, da irgendwo hoch. Geht aber nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt ca. 200 Meter vor der Eisenquelle. Und da wird eventuell für heute auch unser Etappenziel sein. Eigentlich wollten wir noch, weiß nicht, 2 Kilometer weiter, aber da ist eine Schutzhütte und ja, ich denke, da werden wir bleiben. Jetzt haben wir es 16 Uhr. Home sweet home. An der Eisenquelle angekommen. Jetzt erstmal Pause. So, wir haben uns jetzt in die Küche begeben. Für Jackie gibt es Waldpilz-Ragout mit Nudeln von Track and Eat. Für mich Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Was? Aufhängen, Ecken absparen und gut ist. So, bei uns ist jetzt Zapfenstreich. Es ist eigentlich noch mega früh, es ist also 20 vor 8. Aber wir wollen irgendwie so um 3 aufstehen und leider ist jetzt Bettruhe angesagt. Ja, wir sehen uns am Morgen. Immer schön mit Hirschteig einsalben hier. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Zum Frühstück gibt es jetzt unterwegs. Aber erstmal wollen wir jetzt ein paar Meter machen.
Oh, wir sind ja gerade zwischen Altenau und Torfhaus. Das ist gerade der Aufstieg. Alter Schwede. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist trotzdem extrem warm, bestimmt 15, 20 Grad. Es tropft vom Sack. Wir sind jetzt 2 Kilometer oder so vor der Wolfswarte. 5 Kilometer vom Torfhaus. Wir haben es jetzt 7.30 Uhr. Wir haben gleich die ersten 10 Kilometer geschafft. Gott sei Dank. Naja, okay. So, wir haben jetzt erstmal voll verlaufen hier. Eigentlich hätten wir da hinten am Förster-Ludwig-Platz lang laufen müssen. Aber irgendwie sind wir den Berg hier hochgelaufen, weil wir dachten, die Wolfswarte gehört dazu. Tut sie aber nicht. Naja, aber jetzt laufen wir trotzdem dahin. So, wir haben uns jetzt einfach hier mitten auf dem Weg niedergelassen, weil wir jetzt endlich unser Frühstück nachholen. Wir haben ein übelstes Loch im Bauch. Dann gibt es jetzt erstmal eine Portion Porridge. So Leute, wir sind wieder einmal bei der Wolfswarte angekommen, wo wir ja eigentlich auf dem Hexenstieg gar nicht hin müssen. Anders kenne ich es hier auch gar nicht. Ich habe mir sagen lassen, man hat wohl eine ultra krasse Aussicht von hier. Aber da kann ich nichts zu sagen. So, jetzt geht es weiter zum Torfhaus. Und dann haben wir die 10 Kilometer geschafft und es ist 9.20 Uhr. Ja, ist ja in Ordnung. Es gibt bestimmt einige Leute, die wesentlich schneller werden, aber ja, wir nicht. Man muss ja auch mal so eine Wanderung genießen. Nicht immer durchprügeln in 18 Stunden, 48 Stunden, 22,3 Stunden. Nee, auch mal 5 Tage. Auch wenn es schneller möglich wäre. Mal genießen die Zeit, ein bisschen entschleunigen. Irgendwie ist die Brücke hier lost gegangen. Nice! So, wir sind am Torfhaus angekommen. Jetzt gehen wir erstmal in Globetrotter. Ein bisschen Futter auffüllen wieder. So, kleine Planänderung. Wir saßen gerade am Torfhaus. Und haben uns jetzt entschieden, dass wir doch über die Nordroute gehen, über den Brocken. Weil wir der Meinung sind, wir werden am Sonntag aus Thale von meinem Bruder abgeholt. Weil wir momentan so schlecht konditionell sind, dass wir da befürchten, wir würden das bis Sonntag gar nicht schaffen über die beiden Südrouten. Naja, deswegen laufen wir jetzt halt die beiden Nordrouten. Vielleicht sind wir oben auf dem Brocken. Ja, dann tut doch alles weh. Da runter vom Brocken. Wo ist Jackie? Er kommt auch gleich. Gleich kommt Gelber Brink. Und so langsam machen sich auch unsere ersten Wehwehchen bemerkbar. Bei mir ist das irgendwie über der rechten Arschbacke und bei Jackie ist es hier vorne irgendwie im Bauchbereich. Wasser! Ich fühle gerade meine aufgequollenen Füße. Dieser Quelle hier, die heißt Kühle Quelle. Kann direkt austrinken. Boah, das tut aber weh. Wir haben uns jetzt hier erstmal niedergelassen, mitten auf dem Weg. Um unsere Wasservorräte aufzufüllen. Dann haben wir erstmal gemerkt,
Das wir eigentlich gar nicht mehr können. Leute, wir haben hier eine wunderschöne Anlage gefunden. Ich glaube, das wird aber eine Rangerhütte oder sowas sein. Aber was mir auffällt, ist dieser Schriftzug. Aha. Kommt man da nicht rein? Wir sind ja bei der Sei-Heil-Hütte. Und es kam gerade der Besitzer. Super lieber Mensch. Hat erstmal ein Bier angeboten, hat uns auch sogar angeboten, wir können in der Hütte pennen, wir kriegen noch eine Bratwurst, können uns ans Lagerfeuer setzen. Also vom Feinsten wirklich. Wir werden uns zwar auf unseren Kram hier beschränken, aber das allein das Angebot zu bekommen ist, ja, damit haben wir nicht gerechnet einfach. Wir haben schon fast geschlafen. Wollte ich noch was sagen? Nee, wollte ich nicht. In diesem Sinne, bis morgen. So Leute, da das Video doch ein bisschen lang geworden ist, werde ich das in zwei Teile aufteilen. Was ist das für ein Abdruck? Wenn es euch gefallen hat bisher, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao.